begrüßen darf, denn Sie alle wissen, dass es ja unser Ziel war, 2 Millionen Besucher zu erreichen. Das heißt, das war das, was wir uns irgendwann mal gesteckt haben. Und all denen, die sagen, ja, die 2 Millionen sind ja leicht zu erreichen, möchte ich gerne in Erinnerung rufen, dass wir am Anfang sogar nur mit 1,75 Millionen kalkuliert hatten. Denn wir wussten alle nicht genau, wie diese Bundesgartenschau Koblenz funktioniert. Und wir fanden es schon ein ganz anspruchsvolles Ziel, 1,75 Millionen Besucher zu erreichen. Jetzt sind es 2 Millionen am heutigen Tag. Sie wissen, dass die Gartenschau noch nicht zu Ende ist, dass wir noch einiges an Tagen vor uns haben. Insofern für alle diejenigen, die natürlich auf dieses Ziel hingearbeitet haben, ein toller Tag. Und ich gebe zu, ich glaube, alle sind auch ein bisschen stolz darauf. Freut uns sehr, ein junger Mann, Jannik, der hier der 2-Millionste ist, und ich darf das Mikrofon dem Oberbürgermeister geben, der, glaube ich, dann dem Jannik zu seinem Besuch gratulieren wird. Woher kommt der Jannik? Der Jannik kommt aus Blankenheim, habe ich richtig verstanden. Blankenhardt, ist 11 Jahre alt, und wir gratulieren ihm ganz herzlich für ja, diesen Tag, den er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben so schnell nicht vergessen wird. Ich kam sich gerade vor, als hat er 6 richtig im Lotto oder so, guckt uns ganz erschreckt an, wobei ich das natürlich verstehen kann, wenn so 2 gesetzte Herren auf ihn zustürzen mit einem Blumenstrauß nach Divi, was wollen die eigentlich von mir? Also herzlichen Glückwunsch, und das ist nicht nur mit einem Blumenstrauß verbunden, sondern wir haben uns natürlich beim 2-Millionsten schon was Besonderes einfallen lassen. Jetzt brauche ich die bildschwelligen Kräfte. Das Hamburg da, der ist Also es gibt etwas ganz Besonderes für den 2-Millionsten. Wie wir wissen, wird es ja einen Stabwechsel geben von der Bundesgartenschau von Koblenz zur internationalen Gartenschau in 2 Jahren dann in Hamburg. Und deswegen haben wir ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht, nämlich einen Gutschein über 2 Übernachtungen mit Frühstück im Grand Elysée Hamburg sowie 2 Eintrittskarten für die internationale Gartenschau Hamburg im Jahr 2013 inklusive Anreise erste Klasse mit der Deutschen Bahn für den 2-Millionsten Besucher. Ja, das müssen die Familien exakt klären. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, das überreichen zu dürfen. Und dann gibt es hier noch einen Präsentkorb. Ja, ich darf im Namen der Internationalen Gartenschau Hamburg 2013 ganz herzlich gratulieren. Und hier ist dieser große Gutschein in echt im Körbchen, den wir überreichen möchten. Und wir bauen natürlich noch ganz doll. Wir haben noch 1,5 Jahre, kann man sagen. Und würden uns aber freuen auf einen Besuch mit Übernachtung im Grand Elysée und natürlich mit Besuch der Gartenschau, die dann hoffentlich genauso erfolgreich ablaufen wird, wie es hier in Koblenz so schön jetzt in diesen Tagen und Wochen und Monaten schon ist. Herzlichen Glückwunsch! Kann man das